In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr in Blender Licht hinzufügt und wie ihr es dann alles rendert. Wir haben hier unsere Welt mit dem Rig und drücken STRG A und dann Light, zum Beispiel jetzt die Sonne. Da fügen wir einmal ein Licht hinzu und können es mit G nun irgendwo hinbewegen, wo wir es wollen, zum Beispiel hier. Dann drücken wir zweimal R und können dann hierhin die Sonne herdrehen. Nun gehen wir hier rüber und aktivieren Ambient Occlusion und Bloom. Bei Bloom könnt ihr dann noch einstellen, welche Farbe der haben soll und noch ein paar andere Einstellungen, die ihr ausprobieren könnt. Nun fügen wir unter Shift A noch eine Lichtprobe hinzu, nämlich ein Irradiance Volume. Das verschieben wir mit Alt G erstmal zum Weltursprung. Und vergrößern es dann mit S ungefähr so hoch, wie hoch die ungefähr ist. Dann drücken wir S, Y, Shift Z, um es dann noch hier so zu vergrößern. Da nehme ich gerne bei Object Data Properties gerne eine Auflösung von 12. Nun können wir noch eine Sache machen, nämlich wir fügen einen Würfel hinzu und vergrößern ihn auch noch. Aber nicht zu groß. Dann vergrößern wir auch noch so. Da gehen wir jetzt unter Shading auf diesen Würfel hier, machen ein neues Material, löschen den Principal Shader und fügen mit Shift A, Enter, nun ein Principal Volume Shader hinzu. Dann machen wir ein Material Output und wir verbinden Volume mit Volume. Nun seht ihr hier nur den grauen Bildschirm, wenn ihr hier auf Viewport Shading macht. Deswegen machen wir hier erstmal die Farbe etwas orangelich, machen das Ganze. Und jetzt verringern wir die Density ziemlich stark, wie zum Beispiel auf 0,01 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir sehen hier auch schon Schatten der Sonne, aber ich finde es ein bisschen zu stark, also zu länglich, deswegen verschiebe ich die Sonne etwas nach oben. Wenn man das nun rendert, sieht es so aus. Das ist schon mal ganz okay, aber man kann auch noch eine Sonne hinzufügen, zum Beispiel von hier dann. Jetzt kann man dann natürlich etwas näher noch hier so verschieben und direkt drauf zeigen lassen. Hier sieht man noch ein bisschen den Schatten von den Blättern, das gefällt mir jetzt nicht so. Deswegen verschieben wir es einfach mal so ein bisschen, wie wir denken, dass es besser aussehen wird, und dann können wir dann noch schauen. So, das sieht schon besser aus, aber man kann noch eine Sache machen. Dafür geht ihr auf Shading, hier auf World und löscht hier Background und fügt eine Texture Coordinate hinzu. Dann fügt ihr eine Mapping Node hinzu und verbindet Generated mit Vector. Und wir fügen dann unter Texture eine Image Texture hinzu. Wir verbinden Vektor mit Vektor und Color mit Surface. Und dazwischen machen wir eine Background Node. Was fügen wir hier an? Wir können auf hdriheaven.com gehen und uns eine HDR-Datei herunterladen. Am besten unter Himmel. Ich habe mal schon eine gedownloadet. Da gibt es verschiedene Auflösungen. Ich hatte 4K genommen und wir gehen dann hier unter Open und öffnen hier die HDR. Wir aktivieren hier noch die Szenenwelt. So, ich muss mich verbessern. Wir hatten hier eine Image Texture Node, aber da muss eine Environment Texture Node hier rein. Und dann öffnen wir das nochmal. Dann ist auch die Rotation die richtige. Nun können wir nochmal in die Kamera gehen und sehen, von hier kommt auch Licht. Wenn man das natürlich dann richtig dreht, kann man diesen Effekt auch nochmal zusätzlich haben. So. Nun kommen wir zum Rendering. Dafür gibt es hier verschiedene Render-Optionen, wie zum Beispiel Ambient Occlusion oder Bloom. Ich empfehle es euch einfach anzumachen, weil es dann einfach ein bisschen besser aussieht. Hier unten drunter können wir dann nochmal die Auflösung auswählen und die Prozent zeigen hier einfach nur an, wie viel Prozent von der Auflösung gerendert werden. Und dann können wir mit F12 rendern.
Nun haben wir das Bild hier so und wir speichern es jetzt folgend ab. Wir gehen hier auf Image, Save As und dann benennen wir es einfach wie wir es wollen und können Save das Image machen. Nun sehen wir hier, wir haben hier unseren Render. Das ist jetzt das finale Ergebnis. Für euer Feedback und euren Support würde ich mich freuen und über ein Like natürlich auch. Das war's mit der Tutorial-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen.